method of madness, gorilla harmony, we blacked out. Muscle through the rubber noses, jungle fog the mask out. Blow darts in your neck, a slingshot, silent gas, the last house. Why we the metaphors, we over minds, they glass. Hey ho Leute und herzlich willkommen zum neuen Video. Ja, heute geht's mal um Boruto, nämlich ob er eventuell in die Zukunft schauen kann und alles drum drin. Und wie ich drauf komme, werde ich gleich auch noch erwähnen. Aber bevor das wieder anfängt, wollte ich noch sagen, dass ich gleich auch auf den Manga eingehen werde. Aber bevor das passiert, werde ich noch Bescheid geben, so dass ihr euch den Anfang noch anschauen könnt, für die Leute, die nicht gespoilert werden wollen. Und ja, dann ab dem Punkt, wo ich dann über den Manga rede, werde ich halt Bescheid geben und dann könnt ihr halt das Video wegklicken oder so, ja. Von daher fangen wir einfach an. Nämlich beziehe ich meine Theorie auf das momentan aktuellste Opening und Ending, also das 2000 Opening und das vierte Ending. Und hätten wir jetzt das neue Ending nicht dazu bekommen, hätte ich das Video nicht gemacht, weil ja, das, was man im Opening gesehen hat, war jetzt noch nicht so schlüssig. Da könnte man zu viel hineininterpretieren, weil es nicht so viel zu bedeuten hat. Aber der Punkt im Ending hat mir dann irgendwie so gesagt, jo, nee, du machst jetzt das Video, das kann kein Zufall sein oder es muss irgendwas zu bedeuten haben oder sowas. Aber gut, ich sollte lieber erstmal auf das Thema kommen, bevor ich hier noch mehr Leute verwirre. Nämlich sehen wir im Opening erstmal, wie Naruto halt vor Boruto weggeht und Boruto dann so halbwegs geschockt oder ja irgendwie ja traurig halbwegs so, das so, man sieht halt die Augen nicht und alles drum dran und das macht man ja meistens nur, wenn man irgendwie so verzweifelt ist oder sowas und man irgendwie nicht mehr weiter weiß und irgendwas passiert ist und so, und dann streckt er noch so die Hand an Naruto raus. Dann sehen wir auf einmal den Timeskip Boruto, den wir da im Kampf gegen Kawaki gesehen haben, und dann Boruto da voll geschockt dadurch, dass er den da sieht. Und sowas könnte man irgendwie als Zukunftsvorhersage sehen, dass Boruto wirklich halt in die Zukunft schauen wird irgendwann oder sowas. Ich werde auch gleich darauf kommen, wie das möglich sein kann oder so. Nämlich sieht er am Anfang halt, wie Naruto weggeht, wie Naruto wirklich sterben sollte und so. Das habe ich auch in ein paar Videos thematisiert, so dass Naruto sterben kann oder meiner Meinung nach sogar sterben wird. Und über diesen Tod wird er dann halt so geschockt sein, wie es halt auf dem zweiten Bild so war. Und dieser Future Boruto, wie ich ihn jetzt einfach mal nenne, oder halt der Timeskip Boruto, der wird dann vielleicht so der neue Naruto sein, sage ich einfach mal so, dass er halt den Frieden wieder reinbringen wird und so, dass er vielleicht nicht Hokage wird, weil dafür ist da oder Sarada stirbt auch, was irgendwie krass wäre, aber ja, so weit will ich jetzt nicht in die Materie gehen, aber sagen wir einfach mal, Boruto wäre der neue Friedensstifter und sowas, dann halt wieder den Frieden zusammenbringt, wie es halt Naruto und so geschafft haben. Und darüber könnte dann Boruto auf dem vierten Bild so komplett verwundert sein, yo, das sollte ich sein, wer ist das, das ist doch, das kann doch nicht sein, dass ich es bin oder sowas, ja, keine Ahnung. Und was mich dann auch noch drauf hier hinweisen lässt, dass Boruto eventuell in die Zukunft schauen kann, ist dann halt die Szene im Ending, ja, wir sehen, wie Boruto da irgendwie nach vorne schaut, so etwas verzweifelt, etwas traurig oder sowas, und dann sieht man ein paar Shots von Konoha, wie dann so ein weißes Licht drüber geht, und dann sieht man das zerstörte Konoha, wie wir jetzt halt im Kampf gegen Kawaki gesehen hatten und alles, und da sehen wir Boruto auch nochmal so verzweifelt, traurig dastehen, und ohne Scheiß, dass man so eine Szene dann nochmal in einem Ending benutzt, ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwie zufällig einfach da ist. Aber gut, kommen wir jetzt zu den Sachen, wie sollte Boruto in die Zukunft schauen können. Ich habe da zwei Möglichkeiten, nämlich die erste, einmal sein Dojo zu einfach. Er hat ja so ein spezielles Auge und wir wissen also ziemlich gar nichts über das Auge, und was ist, wenn er damit einfach so in die Zukunft schauen kann oder so, soll er einfach ein paar Frequenzen in der Zukunft sieht oder so, spezielle Frequenzen, wichtige Auseinandersetzungen und alles, wenn man versteht, wie ich es gerade meine, weil somit könnte er zumindest den Kampf gegen Kawaki irgendwie schon mal vorhersehen können oder sowas ähnliches, nur dass er nicht weiß, dass es Kawaki ist oder sowas, sondern einfach nur sieht, okay, da passiert irgendetwas auf jeden Fall, oder es einfach spürt, und da könnte er dann auch sehen, okay, mein Vater ist da am Sterben oder mein Vater ist fort und was mache ich, da bin ich jetzt der Auserwählte, der den Frieden wieder bringen wird oder sowas. Sowas kann ich mir irgendwie vorstellen, dass es wegen dem Auge möglich sein kann. Ansonsten habe ich jetzt noch den zweiten Punkt, aber dafür ist halt der Manga jetzt am Start. Also die Leute, die nichts vom Manga wissen wollen, die den Manga nicht lesen und alles, die sollten jetzt wegklicken. Die Leute, die nichts gegen Spoiler haben oder nichts dagegen haben, was so in dem Manga passiert ist und so, die können ruhig dranbleiben. Deswegen, ja, Warnung, ich schon mal draußen. Und da haben wir ja gesehen, dass Boruto das Gottesmal, wie ich es immer nenne, bekommen habe, nachdem er halt Momoshiki besiegt hatte und alles. Und bevor das passiert ist, oder während das passiert ist, während er das Gottesmal bekommen hatte, hat ja Momoshiki noch sowas gesagt, yo, ich kann hier deine Zukunft wirklich voraussehen, ich sehe deine Zukunft komplett, aber ich kann meine eigene nicht sehen und alles drum drin. Also er konnte Borutos Zukunft jedenfalls sehen mit seinem Byakugan. Und ich habe hier immer die Theorie, dass Gottesmal ist ja sowas, was ein die Kraft von dem Otsutsuki gibt oder sowas. Also wenn jetzt Boruto das Gottesmal von Momoshiki bekommt, bekommt er sozusagen Momoshikis Kraft und sowas. Und was ist, wenn er dadurch seine
eigene Zukunft sehen kann, weil Momoshiki ja auch die Zukunft von Boruto sehen konnte. Irgendwie sowas in der Art. Oder vielleicht das in Verbindung mit seinem Dojutsu. Vielleicht die beiden in Verbindung können das irgendwie schaffen, weil vielleicht kann Momoshiki ja nur Borutos Zukunft sehen, weil er dieses Dojutsu hat. Vielleicht kann es auch so weit gehen. Deswegen, das sind so Gedanken, die ich da hatte. Und das könnte auch zu was Krassen kommen. Nämlich haben wir ja dann einmal die Aussage von Toneri, dass Boruto den Frieden auf die Welt bringen wird und die Aussage von Momoshiki, dass Boruto halt alles genommen wird und so. Und das könnten irgendwie so beide Szenarien verbinden. Boruto verliert erstmal alles, Konoha wird zerstört, sein Vater stirbt und ja, alles ist weg. Und dann kommt auf einmal so, dass Boruto die Hoffnung der Welt ist, nämlich dieser Timeskip Boruto, den er dann sieht, der dann für den Frieden herrschen könnte oder sowas. Vielleicht könnte man das damit verbinden, aber wie gesagt, es kann sein, dass ich da viel zu viel hineininterpretiere. Deshalb, ja, schreibt ihr mir doch in die Kommentare rein, was ihr von der ganzen Sache hält. Denkt ihr, ich habe irgendwie zu viel Scheiße, interpretiere ich wirklich viel zu viel hinein oder ergibt das für euch doch noch irgendwo einen Sinn oder so? Das würde mich gerade wirklich interessieren. Von daher, falls ihr da noch irgendwas dazu zu ergänzen habt oder irgendwas zu sagen habt, irgendwelche Ideen dazu habt, schreibt es gerne in die Kommentare rein. Dann war's das mit dem Video hier und ich verabschiede mich mal auf Wiedersehen.